Hallöchen Leute, herzlich willkommen wieder bei Zellot 4 und ja, wir sind noch auf diesem Bruderschaftsschiff und ja, jetzt haben wir, kann ich kurz versagen, verkauft noch und einen Helm gekauft für 1000 Korken, das ist ziemlich schön. Sind behindert, aber ist besser, ich weiß nicht, aber ja, ist so. Helfe, ja. Wir machen Garten, wir machen nicht das, nur wir machen. Oh, die haben, jetzt haben wir diese, aber wir dürfen das nicht machen. Das ist böse und scheiße. Nein, nein, nein. Ach, ich muss das machen nur. Diese Bauern sagen Konsole, ich brauche nur eine Konsole zu bauen. Nein, das will ich nicht. Hä? Lol. Ah, das haben wir noch. Okay. Jetzt bauen wir eine Karte? Karte, genau. Und wir gehen da hin. Yeah. Wenn ich bin Level up, dann machen wir weiter. Dann müssen die Werkbank und so weiter verbessern. Sonst geht das langsam nicht mehr. Ist so kackig. Ja. So. Gut. Hä? Hast du einen Geigerzähler, Kumpel? Meiner ist in der Werkstatt. Du bist der Neue im Hauptquartier, stimmt's? Danke, dass du den Ort hier eingerichtet hast. Wäre schön gewesen, wenn es ein Feldbett oder so gäbe. Aber immerhin ist es hier sicher. Ist es doch, oder? Sei kein Feige zum Geschäft. Verlierst du die Nerven? Du weißt doch, welche Risiken unser Job mit sich bringt. Natürlich tue ich das. Besser als du. Aber das heißt nicht, dass es mir gefallen muss. Es kommt ein Paket rein. Du weißt schon, ein Paket. Ich habe ihren Fluchtweg geplant. Ein neuer, ein Tourist wird uns helfen. Aber der Typ hat derzeit große Probleme. Wenn wir ihm bei denen helfen, hat unser Paket eine kuschelige Hütte, in der er sich verstecken kann. Bin dabei. Wenn wir damit einem Sünd helfen, bin ich dabei. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Ich würde dir auch gerne sagen, womit du es zu tun hast, aber ich weiß es auch nicht. Ich markiere es dir auf der Karte. Geh dorthin und tu, was Agenten halt so tun. Dann ist alles gut für K8. Ich sorge dafür, dass ihr aus dem Commonwealth rauskommt. Okay. Drücken wir V, ne? Ich brauche ja noch Konsole, aber diese biometrische. Wo kommen wir diese biometrische Binden? Das ist eine Frage. Alles haben wir. Außer diese eine biometrische. So, machen wir so. Ich nehme das, muss den Schrott verkleinern. Was ist Schrott? Schrotti? Was ist Schrott? 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 Ah, muss ich auf. Ah, no, doch, war ich richtig. Schrott und R. Alles verkleinern, verkleinern. Alter, so viele Sachen haben wir, meine Güte. Und so fort. Bin ich leichter. Ja. Nein, scheiße. Boah, das war alles so schwer, oder was? Jo, Schrauben. Ich nehme ja das alles. So, fertig.
Aber schauen wir mal jetzt, ob haben wir, ich glaube weniger, ne, haben wir auch immer noch nicht. Brauchst du Hilfe mit dem Signalfänger? Das wird eine Riesensache. Endlich erfahren wir, was das Institut wirklich vorhat. Steuerungskonsole. Wie kriegen wir das mit der Steuerungskonsole hin? Jedes deiner Atome und Moleküle muss kategorisiert und dann digitalisiert werden. Hey, dafür braucht es eine wilde Mischung aus Biologie und Computertechnik. Abgefahren, oder? Du solltest in Krankenhäusern was Passendes finden. Krankenhäusern? Brauchst du Hilfe mit dem Signalfänger? Das wird eine Riesensache. Endlich erfahren wir... Ich weiß nicht, wie wir das mit der Transmitterschüssel hinbekommen sollen. Das sollte nicht allzu schwierig sein. Da findest du was Passendes in alten Radiosendern. Kommunikationsanlagen und so. Oh, du weißt schon. Also Radiosender, Radaranlagen und so weiter. Okay. So, gut. Schauen wir mal, kann ich schon teleportieren? Ne, leider nicht. Desdemona. Dieser Job wird das Paradies für Tom sein. So, also haben wir nicht. Also müssen wir ja was anderes machen. Post, ja, ja klar. So, also müssen wir trotzdem das machen, weiter. Ich habe gedacht, können wir was anderes machen, aber leider ist was läuft schief. Warte, was will ich sehen? Kurz ist diese Sanctuary. 16, also die Zufriedenheit senkt. Das ist nicht gut, aber ja, passt. Kann man nichts machen. Was ist das? Alter. Gehen wir runter. Die Cyberks sind so bild. So. Aha, da ist der. Gavin. Darf ich raten? Captain Kells hat dich geschickt. Ja. So sieht's aus. Ziehen wir uns dafür lieber zurück. Komm mit. Aus diesem Abschnitt des Terminals haben wir unser Hauptversorgungslager gemacht. Okay. Alles, was die Bruderschaft benötigt, läuft hier durch. Vorräte von der Pridwin, Bergungsgüter, wir kümmern uns darum. Der Zugang ist beschränkt auf die Logistikabteilung. Und wir verfolgen jede Kiste, jede Kugel und jeden Bolzen zurück, der durch diese Tür kommt. Okay. Daher kann ich solche Anschuldigungen überhaupt nicht leiden. Ich kenne jeden Soldaten in dieser Einheit. Der Gedanke, dass jemand ihre Loyalität anzweifelt, ist abstoßend. Wenn du Fragen hast, nur zu. Ansonsten steh uns nicht im Weg. Erzähl mir von der Logistikabteilung. Ich leite diese Einheit seit fast 10 Jahren. Wir sind eine kleine Gruppe. Wir halten zusammen. Und wir halten die Bruderschaft am Laufen. Okay. Das ist erstmal alles, Sergeant. Ich muss zurück an die Arbeit. Wenn du noch Fragen hast, nerv Lucia oder Clark. Für Lucia und Clark, okay. Kupferdraht, Kupferdraht. Kannst du mir sagen, wo... Oh, tut mir leid. Wir kennen uns noch nicht. Ritter Lucia, Logistik. Was kann ich für dich tun, Ritter? Ich führe eine Untersuchung über die verschwundenen Vorräte durch. Der Captain hat einen Ermittler eingesetzt? Ist das wirklich so schlimm? Ich weiß nicht, ob ich eine große Hilfe bin, aber was willst du wissen? Logistik. Erledigen. Wie ist das so in der Logistik? Gar nicht schlecht hier. Sergeant Gavel ist hart, aber ich habe schon viel gelernt. Manche Leute mögen es wohl und manche nicht. Wie Clark. Was ist mit Clark? Die
Wir sind beide vor ungefähr 2 Jahren zur Bruderschaft gekommen. Wir waren immer befreundet. Bis vor kurzem. Warum? Was ist passiert? Ehrlich, ich weiß es nicht. Er ist in letzter Zeit distanziert. Tut mir leid, ist wahrscheinlich nichts. Okay. Weißt du etwas über die verschwundenen Vorräte? Eigentlich nicht. Wohl hauptsächlich Lebensmittel. Und Röhren? Nein, die sind einfach so verschwunden. Es sind Röhren verschwunden? Wie oft verschwinden hier Vorräte? Jemand hat sie wohl einfach an der falschen Stelle einsortiert. Clark hat sie am nächsten Tag gefunden. Kleinere Fehler passieren, aber nichts Großes. Der Sergeant beschwert sich vielleicht, aber Proctor Teagan und seine Gelehrten sind sehr gründlich. Maximal 1-2 Kisten, aber nicht so viele. Okay. Wie sind hier die Sicherheitsmaßnahmen? Streng. Mindestens 2 Ritter und 1 Gelehrter sind immer im Dienst. Und die gesamte Basis gibt es auch noch. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Kann man diese ganzen Sicherheitsmaßnahmen umgehen? Man muss bei der Logistik sein. Nur wir sind autorisiert, Vorräte rein oder rauszubringen. Und dann? Eine komplette Kiste mit Vorräten bekommt man nicht von der Basis. Bei all den Patrouillen würde das auffallen. Aber warum sollte man überhaupt was stehlen? Die Bruderschaft bietet alles, was wir brauchen. Niemand hier hat eine Verbindung zum Commonwealth. Ich weiß es nicht. Das ist erstmal alles. Sag Bescheid, wenn du noch was brauchst. Also, wo war ich? Okay, Clark, wo ist die Clark? Clark, das. Bist du wegen der Diebstähle hier? Ich hab Sergeant Gavel schon alles gesagt. Schon mit Gavel gesprochen? Er hat die ganze Einheit befragt. Keiner hat etwas gesehen. Also, ich möchte dem auch auf den Grund gehen. Was willst du denn wissen? Wie sieht es mit den Sicherheitsmaßnahmen aus? Wir sind in einer befestigten Militärbasis, die ständig bewacht wird. Nichts kommt hier rein oder raus, ohne dass wir es erfahren. Glaubst du wirklich, die Basis ist so sicher? Ja, und selbst wenn jemand ins Vorratslager kommt, sind ständig Ritter im Dienst. Wir würden was sehen. Erzähl mir von den verschwundenen Vorräten. Ich weiß wirklich nichts. Ich habe die Gerüchte gehört, wie alle anderen auch, aber das war's. Welche Gerüchte hast du gehört? Dass jede Nacht Raider mit Stealth Boys kommen. Und dass Vorräte schneller verschwinden, als wir sie auffüllen können. Das ist alles Müll. Erzähl mir von der Logistikeinheit. Wir sind etwa 10 Leute. Irgendwas in der Art. Unsere Abteilung untersteht Proctor Teagan auf der Pridwin. Sergeant Gavel ist für das Tagesgeschäft verantwortlich. Er arbeitet seit Jahren in der Logistik. Neben dem Sergeant gibt's noch Lucia, mich, die Gelehrten und ein paar andere Ritter, die nicht kampftauglich sind. Lucia. Entschuldigung, Ritter Lucia. Wir sind der Bruderschaft gemeinsam beigetreten. Sie kommt wohl bald in ein Patrouillenteam, während ich hier bleibe. Das ist alles, Anwärter. Sir. Nichts gefunden? Ich sagte doch, Zeitverschwendung. Also, ich habe jeden Soldaten in der Einheit befragt. Ich habe nichts gefunden. Du wirst nichts finden. Wenn du unbedingt weitermachen willst, nerv meine Leute nicht, sondern such nach handfesten Beweisen. Du hast die Unterstützung des Captains. Du kannst jede verdammte Koje auf der Pridwin durchsuchen und niemand würde dich aufhalten. Also, brauchst du noch irgendwas von mir? Lucia und Clark. Ritter Lucia und Anwärter Clark. Sie wurden vor einigen Wochen hierher verlegt. Sie machen sich noch mit allem vertraut. Aber bald habe ich sie soweit. Wenn du jemanden nerven musst, dann nimm die beiden. Erzähl mir von den verschwundenen Vorräten. Es fehlen mehr als 20 Kisten, wenn man dem Gelehrten glaubt. Nur Nahrung, Dörrfleisch, Instapüree, Mac. Das ergibt keinen Sinn. Man würde doch Waffen oder Technologie stehlen. Aber unser Dieb macht sich die ganze Mühe für Unmengen von Kram. Das ist alles. Mein Ratschlag? Stoch ein bisschen rum, dann sag dem Captain, er soll es lassen. Ist deine Zeit nicht wert, oder meine?
So, gehen wir. Mach's kurz. Ah, dann muss ich nach oben gehen. Na, oh, toll. Aber wo ist diese Treppe? Das wollte ich gerne wissen. Muss Treppen sein, oder? Ah ja, da. Fliegen wir? Gehe ich nach oben? Kurz. Achtung! Die morgige taktische Besprechung wurde verschoben. Der neue Termin wird Ihnen noch mitgeteilt. Jo! Ja, Gott sei Dank habe ich Experte gelernt. Wie schön. Lucia, das nehmen wir. Also, Lucia muss mir abhören, was sie hat da passiert ist. Nein. Rot, ne, Munition. Ja. Hä, wo ist das? Ah ja, da. Nein! Da, genau. Suche wie behindert. Lucia, was ist das Leben? Hä? Irgendwas sollte abhören. Wir werden angegriffen. Ich wiederhole. Wir werden an... Mein Gott. Augusta ist verloren. Sie werden jeden Moment hier sein. Sie wussten genau, wo wir sind. Sag... Lucia-Aufzeichnung. Also ich... Lucia Aufzeichnung. Kellogg. Passwort, nein. Ritterbibliothek, okay. Da dreimal zu spät zu sein, Schicht gekommen. Ich habe jemand gefunden, das dafür gesorgt wird, er es nicht wieder vergisst. Aber ich kann glauben, sehr geht
Mitgefühl bekomme langsam mit, dass nicht stimmt. Also der Gestalt gestern Abend zurückkam, war er Tour durch. Ich glaube, Clark war an meine Sachen. Was ist mit ihm los? Warum redet er nicht mit mir? Okay. Gut zu wissen. Also, so habe ich gedacht, Klacken Kipli sollte sein. Aber ob das wirklich stimmt, keine Werf. Was? Ich glaube, langsam wird es sicher zu dem beendet. So, ja. Das verdammte Ablagesystem. Brauchst du was? Du bist für Clark eingesprungen. Warum? Was? Wovon redest du überhaupt? Ich habe dein Tagebuch gelesen, Lucia. Ich will wissen, was hier los ist. Was? Ich... In Ordnung. Clark und ich sind gemeinsam zur Bruderschaft gekommen. Er ist seit Jahren mein bester Freund. Aber seit der Schlacht entfernt er sich von mir. Die Schlacht? Die Schlacht um den Flughafen. Das war unser erster richtiger Kampfeinsatz. Das war ein Bild. Die Pridwin mit voller Vertibird-Eskorte. Geschütze feuerbereit. Mhm. Wir waren eines der ersten Teams. Dutzende von wilden Ghoulen. Wir eröffneten das Feuer und erledigten sie. Dann jagten wir die, die entkommen wollten. So hatte ich es mir erhofft. Aber Clark ist seitdem nicht mehr derselbe. Als hätte er einfach aufgegeben. Seitdem verschwindet er allein ein oder zweimal am Tag. Ich habe mir nie etwas dabei gedacht, aber könntest du ihm vielleicht folgen? Sehen, was er macht? Seine Schicht müsste in ein paar Minuten zu Ende sein. Vielleicht ist es nichts, aber ich mache mir Sorgen. Okay. Okay, das wär's für heute. Lass mich in Ruhe. Was machst du hier draußen? Wo willst du hin? Wo willst du hin? Ich gehe nur spazieren. Ich brauche ab und zu mal Ruhe. Ich gehe in ein paar Minuten zurück. Du musst nicht warten. Anwärter? Ich will jetzt nicht reden.
Die Blöde ist, der geht in eine Stelle. Entdeckt. Am Arsch. Also der. Ich bin nicht im Dienst, lass mich in Ruhe. Ich weiß nicht, ob das leckt oder. Ich glaube, das packt komplett rum. Scheiße. Hey, Clark. Entschuldigung. So, ich glaube. Ich muss die Karte finden. Karte, jetzt muss ich noch was finden. Na toll. So Leute, wir lassen hier so rum. Ich habe gedacht, wir werden kurze, aber langsam glaube ich, wir werden länger, als habe ich gedacht. Und ja, wir sehen uns nächstes Mal. Und tschüssi!